bin jetzt seit 3 Wochen in der Feuerwehr. Anfangs war es natürlich immer noch komisch, weil ich noch niemanden wirklich kannte. Aber nach und nach bin ich immer mehr aufgetaut und ja, jetzt ist alles okay. Die Übungsdienste sind immer total spannend, weil man immer irgendwas Neues erlebt. Leider kann ich noch nicht selber viel machen, aber ich versuche immer zu helfen, wo es geht. Und ich versuche mir natürlich auch viel zu merken, was ich sehe. Die Hebekissen kann man zum Beispiel einsetzen, wenn Personen unter dem Auto eingeklemmt sind, damit man an sie rankommt. Oder zum Beispiel auch bei Verkehrsunfällen, wenn Autos auseinander geschoben werden müssen, aber dafür kein Platz ist. Sie lernt schnell und bringt sich auch gut in die Gruppe ein. Wir freuen uns richtig über Zuwachs, weil gerade hier in Hanmünden haben wir ja weniger Aktive für so eine große Schwerpunktwehr, sag ich mal. Bei der Feuerwehr kann sich jeder einbringen. Das ist nicht so ein Verein, wo rausgewählt wird, das ist ein Verein, wo jeder hingehen kann. Also ich traue mich schon einiges, also auf die Drehleiter bin ich auch gegangen, aber so Dinge wie zum Beispiel die Multifunktionsleiter, wo es halt ziemlich wackelig ist oder sowas, sowas traue ich mich noch nicht so wirklich zu, aber ich versuche dran zu arbeiten. Wir fahren jetzt zurück zum Feuerwehrhaus, der nächste Dienst ist dann am Donnerstag und ich bin schon gespannt, was da auf mich zukommt, weil das wissen wir vorhin nicht.